Wir wollten euch nicht den Spaß verderben. Bist du's? Kann das sein? Bist du Jimmy Gralton? Und wer will das wissen? Mary O'Keefe will das wissen. Die Tochter von Dennis O'Keefe. Er hasst dich aus tiefstem Herzen. Er hatte einen Anfall, als er hörte, dass du zurück bist. Ach ja, weiter geht's. Tanzt mal schön weiter. Hast du Tief mal gesehen? Er ist nach dem Tod seiner ersten Frau aus der Freistaatsarmee ausgetreten. Ist ein paar Jahre her. Erst war er mit Mary allein, dann hat er das große losgezogen, hat den Land eingeheiratet. Er ist höllisch wütend über den Regierungswechsel und bezeichnete Valera als Kommunisten. Ist jetzt ein hohes Tier und vertritt die Interessen der ehemaligen Freistaatssoldaten. Tja, die Engländer werden von deren Idee nicht gerade begeistert sein. Haufen Faschisten sind das. Halt dich von ihm fern. Er ist ein übler Kerl, wie eh und je. Sein Gedächtnis funktioniert bestens. Jimmy! 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 Hey! Wow, 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 wow. Hey, wo sind wir denn? Im Wilden Westen? Können wir kurz mit euch reden? Nun, sind wir jetzt verhaftet? Noch nicht. Geh schon, frag ihn. Ich frag ihn nicht, frag du. Der Saal, Jimmy. Wir haben so viel darüber gehört. Ja, jede Menge Geschichten. Ja. Mein Bruder erzählt mir ständig von der Zeit, als er dort Boxen gelernt hat. Ja. Wenn die Hütte repariert würde, könntet ihr da wieder Unterricht im Tischlern geben. Mein Onkel hat's gelernt. Er ist heute einer der besten Schreiner in der Stadt. Ja. Und Tess könnte den Saal für ihren Kunstunterricht nutzen. Ich kenne ihre Bilder und Zeichnungen. Sie sind großartig. Sean hat mir gestern erzählt, dass er all die Gedichtbände und Romane aus anderen Ländern aufgehoben hat. Und wenn er einen Raum dafür hätte, dann würde er gerne wieder unterrichten. Bitte, Jimmy. Er hätte richtig Lust drauf. Bitte, Jimmy. Musik gibt Molly und Singen bringt uns Una bei. Ja, eine gute Idee. Hier in der Gegend gibt es gar nichts für uns. Keine Arbeit. Nichts, wo wir hingehen können. Nicht mal nach Amerika. Die Einwanderungsgesetze haben sich geändert. Wir sitzen hier fest. Ja, recht. Redet nicht um den heißen Brei rum. Fragt das, was wir fragen wollten. Wir möchten tanzen, Jimmy. Aber dort, wo uns nicht ständig ein Polizist oder Priester anstupst, mit einem Stöckchen. Ja. Irgendwo, wo es warm ist. Bitte, kannst du deine Hütte wieder herrichten? Ja. Jimmy, wir brauchen so dringend Holz. Sie fällt auseinander. Sie ist nicht mehr sicher, glaub ich. Ihr versteht das nicht. Lass mich durch. Es geht nicht. Bitte, Jimmy. Komm schon, mein Junge, na komm. Es kostet doch nichts, mal drüber nachzudenken. So viel zur Legende Jimmy Gralton. Am besten gebt ihr der Hütte einen anderen Namen. James Connolly würde sich im Grab umdrehen. Ich glaube an die Menschen hier, meine Mitbürger. Daran, dass wir, wenn wir uns anstrengen, verstehen, worum es im Leben wirklich geht. Der Saal ist ein sicherer Ort. Dort können wir träumen, denken, diskutieren, lernen, lachen und tanzen. Er holt das Beste aus uns heraus. Also kommen Sie und sehen Sie selbst, was wir dort tun. Haben Sie keine Angst. In diesem Saal wird etwas Böses ausgebrütet. Gralton und seine Bande sind Atheisten. Unsere Gemeinde muss eine Entscheidung treffen. Christus? Oder Jimmy Graltons Saal. Er nennt uns Antichristen. Die Kirche ist nervös. Wir müssen dranbleiben. Täuschen Sie sich nicht, das ist eine Katastrophe für die Gemeinde. Es wäre eine Tragödie, ihn zum Märtyrer zu machen. Aus dem Weg, Leute! Bei Gott, jeder, der hier durchgeht, kriegt eine Kugel in den Kopf. Von einem Kampf zum nächsten. Hört das nie auf? Wo ist Gralton? Er ist festgenommen. Warum? Sie können nicht einfach meinen Sohn mitnehmen. Manchmal möchte ich nur schreien. Auf den Boden! Und dann frage ich mich wieder, was ist bloß mein Verbrechen? Warum ist eine alte Blechhütte nur so gefährlich?
Das ist nicht einfach nur ein Gebäude. Das ist alles, was wir haben. Und wir müssen es schützen. Stell dir vor, wir haben jetzt Unterstützer im ganzen Land. Wir dürfen uns nicht mehr alles vorschreiben lassen. Wir müssen wieder leben. Wieder feiern. Und tanzen. Als freie Menschen.